Hallo, Servus und Moin, Moin. Probieren wir es nochmal, Leute. Hallo, Servus und Moin, Moin, ihr Lieben. Willkommen zur Folge 120 vom SnowRunner. Und wir haben tatsächlich mal Michigan verlassen. Ich glaube, es wird Zeit, Leute. Und wir sind in einer der Gegenden, in der ich schon so lange fahren will, oder beziehungsweise die ich schon so lange auf dem Ticker habe. Und zwar sind wir in Skandinavien, Leute. Hier hatten wir uns ja schon in einer der Folgen, die schon ewig her sind, Leute, hatten wir ja unter anderem die Türme freigeschaltet und uns irgendein Fahrzeug hier aus dem Wasser gezogen. Jetzt wird es aber Zeit, mal zurückzukehren und an die echten Sachen zu gehen, an die echten Aufträge, Leute. So, wir brauchen, um überhaupt hier erstmal ein bisschen weitermachen zu können, brauchen wir Strom. Der Generator, Leute, der ist hier oben und hier soll er hin. Dazu habe ich mir mal ein anderes Fahrzeug gegönnt, Leute, und zwar den Royal BM 17, den wir jetzt mal hier stehen haben. Kein super heavy Fahrzeug, aber soll ein zuverlässiger Truck sein. Hat auch keine Schlammreifen, ist hier mit Offroad-Reifen ausgestattet. Und wir suchen uns mal einen vernünftigen Weg oder zumindest einen Weg, der dafür hoffentlich ausreicht. Dann können wir nämlich gleich noch mal gucken, wie groß die Karte eigentlich ist, Leute. Denn so, das ist ja nun schon Ewigkeiten her, dass wir hier das letzte Mal gewesen sind. So, hier und dann hier rein, immer geradeaus. Okay, ich denke, das sollten wir finden und ich wünsche euch viel Vergnügen, viel gute Unterhaltung. Mir Erfolg, denn ich habe jetzt extra ein Fahrzeug genommen, von dem ich nicht sicher bin, ob es uns wirklich weiterbringt. Denn, wie gesagt, ich kenne die Verhältnisse hier in Skandinavien nicht mehr wirklich genau. Dafür haben wir uns hier nicht lange genug rumgetrieben. So, den Generator, den können wir ganz normal hinten anhängen. Da brauchen wir jetzt kein besonderes Zubehör für. Und wir schauen uns das Teil mal eben kurz von innen an, würde ich sagen. Kurzen Blick rein, ja. Ja, ein Radio hat er nicht, aber gut. Auf der Straße, da brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. Oh, hier haben wir schon die ersten Schneeverwehungen. So, mit Allrad funktioniert. Den hätte ich gerne, Leute. Hier ein paar Aufträge, ne? Mit dem. Oh, okay. So. Hier ein paar Aufträge für irgendwie was frei. Das wäre doch nochmal eine Maßnahme für einen SnowRunner. Ist leider nicht spielbar, aber gut. Wie sagt man so schön, it is what it is. Wir müssen mit ihm Vorlieb nehmen, was wir haben. Und das ist ja auch schon nicht wenig. So, hier ist ein Steinschlag. Mit einer gesperrten Straße. Aber wie gesagt, erstmal die Basics oder die wichtigen Sachen. Und da gehört mit Sicherheit
eben der Generator zu, damit wir hier in dem Bereich auch Strom haben. Ja, ich erinnere mich. Wir hatten halt ein relativ gutes Straßennetz, soviel ich weiß. Wenn es dann hinterher in die Pampa geht, dann ist halt die Frage. So, es geht ins Gelände, Leute. Wie gesagt, Skandinavien, hier müssen wir halt mit allem rechnen. Und da haben wir auch schon Schnee. Wäre dann natürlich... Okay, da müssen wir mal schauen, ob wir mit den normalen Offroad-Reifen hier klarkommen. Oder vielleicht zu Schlammreifen wechseln müssen. Gerade ist anders. Wir haben kein Differential, könnten uns also im schlimmsten Fall höchstens noch versuchen, im Lastgang fortzubewegen. Ja, sprich von Schlamm, da kommt er. Wir bringen die Sache hier ins Rollen und wenn es nur die Bäume sind. Okay, nicht die besten Straßenverhältnisse hier. Okay, solange er hier alleine unterwegs ist, scheint er sich zumindest noch zu bewegen. Wie es allerdings gleich auf dem Rückweg ausschauen wird. Wendepunkte haben wir hier keine. So, im Lastgang bewegt er sich überhaupt nicht. Und vorne frisst er sich auf jeden Fall schon mal ziemlich ein. Rückwärts bewegen wir uns auch nicht mehr. Gute Straßenverhältnisse, habe ich gesagt. Gute Straßenverhältnisse, relativ gut. Hier haben wir auf jeden Fall ein richtig schönes Schlammloch gefunden. Und kriegen wir uns hier irgendwie vorwärts bewegt, Leute. Und so mit dann hinten noch den Generator dran. Guckt euch das an, Leute. Wir sind völlig im Schlamm versunken mit dem Vorderreifen hier. Wie gesagt, im Lastgang tut sich da auch nicht mehr viel.
Und wir haben keine Windenpunkte. Aber er steht auch noch nicht wirklich still, ne? Er geht wirklich so Millimeter für Millimeter. Aber ich befürchte, dass wir uns hier noch tiefer reinfressen. Guckt euch mal die Stoßstange vorne an, die ist ja fast schon unterirdisch. Na gut, wenn wir mal ein bisschen mit dem Lenkrad zu spielen und ein bisschen hin und her und links und rechts. Aber es ist tatsächlich eher so, dass wir uns hier eingraben. Okay, aber immerhin haben wir jetzt immerhin hätten wir fast die Möglichkeit gehabt, uns hier rauszuziehen. Leider wollte der Baum nicht so wie ich. Ich glaube, ohne Schlammreifen kommen wir hier nicht weiter, Leute. So, aber wir haben ja auch nur einen ziemlich kurzen Weg. Also von daher dürfte das jetzt nicht so das Problem sein. Also, was? Der kann keine Schlammreifen. Jetzt mach mich nicht fertig. Okay, wir hatten ja auch nur einen kurzen Weg, von daher können wir auch mal ein anderes Fahrzeug nehmen. Wir gucken mal nach, Leute. Hier haben wir noch als Alternative den AMK, ebenfalls ein Offroad-Fahrzeug. Und da sehen die Reifen zumindest schon mal ein bisschen besser aus, ne? Ich guck mal, was er drauf hat. Sind ebenfalls Offroad-Reifen. Und ich würde sagen, wir probieren es, Leute. Ist egal. Wir probieren es. Zumindest macht das schon mal mehr Dreck als der andere. Falsch rum. War das links? Nee, war doch nie. Links muss er hin. So. Rechts ist schon richtig. Ist auf jeden Fall immer ganz nett, so auch die Fahrzeuge mal so ein bisschen anzutesten. Der sieht mehr nach Baufahrzeug aus, oder was meint ihr, Leute? Aber wir testen halt. Auch der kann Differential, sehe ich. Das könnte uns natürlich immer so ein bisschen das Genick brechen.
Es sind wirklich nur ein paar Meter, ne? Diese kritische Stelle ist halt wirklich nur ganz zum Schluss. Bis hier, wenn wir einmal die Straße erreicht haben, wieder hinterher, dann sollte das relativ unproblematisch sein. Wie gesagt, bis dahin. Zweiter Versuch. Wobei allzu breit dürfen unsere Fahrzeuge auch nicht sein. Also mit dem Kenworth hierdurch weiß ich nicht. Also das sind schon ziemlich tiefe Pfützen, die wir hier zu bewältigen haben. Nutzen auf jeden Fall die Winde. Und wenn ich das jetzt schon sehe, Leute, bin ich dann auch nicht so sonderlich zuversichtlich. Ich glaube, ich weiß, warum die hier keinen Strom haben, weil es bis jetzt echt noch keiner geschafft hat, sich dahin vorzukämpfen oder das richtige Fahrzeug für den Job dabei hatte. Das Problem ist halt wirklich, wir haben hierfür keine Schlammreifen, ne? Wir haben für die Fahrzeuge keine Schlammreifen. Wir sollten mal versuchen, uns hier ziemlich am Rand zu halten. Da steht der Generator. So, ein bisschen noch. So, und jetzt probieren wir. Jetzt heißt alles oder nichts. Gucken wir uns mal den Generator an, okay. Natürlich einerseits hier am Rand.
Aber da frisst er sich schon wieder rein, Leute. Mit so einem normalen Offroad, da haben wir ja echt so gut wie keine Chance, ne? So, wir brauchen mal kurzfristig Hilfe und das werden wir jetzt nämlich anfordern, indem wir zurück in die Werkstatt gehen, den hier stehen lassen und suchen uns mal ein vernünftiges Fahrzeug, was hier aushelfen kann. Dazu gehen wir ins Traglager, suchen uns irgendwas mit Schlammreifen und einer vernünftigen Winde. Zum Beispiel den Bullock. Der könnte uns ja fast schon weiterbringen, ne? Oder nehmen wir hier sowas wie den Azov oder so. Mit einem normalen Scout, weiß ich nicht. Guck mal, hier hätten wir den Azov. Natürlich, ja, mit Schlammreifen. Da ist nämlich der Unterschied. So. Da wäre der Unterschied. Man merkt ja auch, dass der hier auf der Straße halt nicht die Geschwindigkeit erreicht wie die anderen Fahrzeuge gerade. Aber er hat eben die zwei großen Vorteile, Differential und Schlammreifen. Und die könnten tatsächlich den Unterschied machen, Leute. Halbe Felsbrocken, die wir hier noch auf der Straße teilweise haben. So, nachdem die anderen Fahrzeuge ja wirklich fast vom Schlamm begraben sind, zumindest geht es ja hier schon bis zum Führerhaus. Die Frontreifen bzw. die Vorderreifen, die waren ja schon kaum noch sichtbar. Versuchen wir es jetzt hier mit dem Azov, dass wir hier mal ein bisschen Erste Hilfe leisten.
Aber selbst der hat hier zu kämpfen, Leute. Der versinkt einfach hier im Schlamm. Und das trotz Differential und Allrad. Das ist so eine anspruchsvolle Strecke hier. Gerade dieses kleine Stück. Ne? Es ist nicht viel. Es ist nicht weit. Aber die Strecke ist einfach... Einfach nicht einfach, ne? Da können wir natürlich versuchen, oben rum. Da ist zwar ein bisschen steiniger. So, wie sieht's aus, Leute? Winde. Hallo, ich will. Reicht das schon? Kommen wir da dran? Nee, kommen wir nicht. Reicht immer noch nicht. So, alles klar. Dann probieren wir uns hier. So, mehr ist nicht, weil ich jetzt nämlich auch schon wieder mit dem feststecke. Höchst spannend. Alter Falter, das kann doch nicht angehen. Wir stecken hier bald mit 5 Fahrzeugen, wenn er so weitergeht. Pass mal auf, wir Motor aus, Trakt wechseln. Weil vielleicht reicht uns das ja auch schon, dass wir jetzt hier dran vorbeikommen. Aber wie gesagt, befürchte ich echt das Schlimmste. Wahnsinn, Leute. Absoluter Wahnsinn. So wie es aussieht, müssen wir hier echt mit einem schweren Trakt ran. Wobei ich sehe gerade, der hat auch dauerhaft Differential, ne? Oh,
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mit dem können wir uns auch nicht rausziehen, so wie es aussieht, glaube ich. Da reißen wir alle Bäume hier raus. Viel mehr tut sich da auch nicht. Rückwärts auch keine Chance. So Leute, wir hängen mit zwei Fahrzeugen fest. So, den bergen wir erstmal. Hat ja keinen Zweck. Den anderen lassen wir stehen. Und in der nächsten Folge, da fahren wir richtig schwere Geschütze auf, würde ich sagen. So, wenn es euch gefallen hat oder ihr vielleicht das Fahrzeug kennt, mit dem wir hier weiterkommen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Skandinavien. Bis dahin, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.